So, weiter geht's mit Let's Play Gothic 1. Mein Name ist Turn10000 und wie ich auch schon bei Let's Play Gothic 3 bzw. Let's Play Risen gesagt habe, kann man ja jetzt die YouTube-Videos länger machen als 15 Minuten. Das heißt, es wird sich auf die Videos so auswirken, dass sie etwas länger werden. Und ja, natürlich nicht zu lange, sonst ist es ja langweilig für euch. Und was ich noch hier zu Let's Play Gothic 1 sagen muss, wie ihr seht, habe ich jetzt 15 Mana-Punkte statt 5. Denn, wie ihr gleich sehen werdet, brauchen wir diese zusätzlichen Mana-Punkte, um zum Fokusstein zu kommen, der sich dort oben befindet. Näheres werdet ihr dann gleich erfahren. Jetzt reden wir erstmal mit Lester. Erwache! Hast du schon etwas gefunden? Hast du schon was gefunden? Die Truhe da vorne ist verschlossen. Vielleicht gibt es irgendwo in dieser Festung einen Schlüssel. Gibt den haben wir ja schon gefunden. Das wäre der in der Bibliothek. Nein. Bisher noch nicht. Hast du schon in der Bibliothek nachgesehen? Ja, da haben wir nämlich den Schlüssel gefunden. Und hier ist die Kiste, die wir mit diesem Schlüssel öffnen können. Und darin befindet sich die Besitzurkunde, die Lester haben möchte. Und Elixier magischer Kraft, oder warum das jetzt gerade geheißen hat. Dann geben wir Lester natürlich gleich die Urkunde, die er haben möchte. Und erhalten dafür die Telekinese-Spruchrolle von ihm. Erwache! Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Das ist ja nett von dir und, wie ich euch jetzt gleich zeigen werde, für diese Telekinese-Spruchrollen brauchen wir 10 Mana. Vorhin hatten wir aber nur 5, das heißt, das war etwas schwierig, diese Spruchrolle einzusetzen. Und jetzt werde ich probieren, ob wir von hier oben an den Fokusstein rankommen. Ja, kommen wir. Ach, was soll denn das? Haben wir ihn? Haben wir den Fokusstein? Haben wir den jetzt an uns genommen? Irgendwas hat aufgehoben. Ja, wir haben den Fokus aus der Bergfestung. So schnell kann es gehen mit Telekinese. Ja, sehr nützliche Spruchrolle, wie ihr gesehen habt. Trotzdem werde ich mich jetzt nicht auf Magie spezialisieren, denn wie ihr es von Gothic 3 bzw. auch Risen gewohnt seid, werde ich mich bemühen, die Gothic-Titel möglichst alle als Krieger durchzuspielen und nicht als Magier. So, dann hat der Lester gesagt, er wartet auf uns da unten. Hier sehen wir ihn auch schon. Dann sagen wir natürlich, dass Nun wir den Fokusstein haben wir schon haben. Was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Natürlich. Dann werde ich jetzt natürlich speichern. Das ist klar. Und wir teleportieren uns natürlich wieder zu den Wassermagiern ins neue Lager. Wir haben ja die Spruchrolle. Teleport zu den Wassermagiern. Und dann haben wir jeden Fokusstein überbracht, bis auf einen. Und bei diesem letzten Fokusstein werden wir noch auf einen Bekannten treffen. Aber welcher es ist, seid gespannt. Jetzt sagen wir jedenfalls Saturas, dass wir wieder einen Fokusstein gefunden haben. Sofern er sich einmal umdreht. Wir haben in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Unglaublich! Nun haben wir schon insgesamt 4 Fokussteine. Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Kein Problem. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Sehr nett von dir. Dann begeben wir uns jetzt natürlich, wer hätte das gedacht, zum letzten der Fokussteine. Ich werde nochmal auf Saturas Fokuskarte sehen. Und wie ihr sehen könnt, wir werden uns jetzt dem nördlichsten dieser Spitzen. Wir werden uns jetzt zum nördlichsten dieser Spitze begeben. Zum nördlichsten dieser Spitze, ja klar. Tolles Deutsch. Zum nördlichsten Punkt dieses Sternes, damit ich es rausbringe. Wie gesagt, dort werden wir den nächsten Bekannten treffen. Seid gespannt, wer es ist. Ich werde mich jetzt offscreen dort in der Nähe begeben, denn das Hingehen interessiert dich sicher wenig. Also, bis gleich. So, und ich bin jetzt auch schon etwas näher an dieser Stelle dran. Ich zeige euch mal, wo ich bin. Ihr seht es an dem weißen Pfeil. Und wie ihr seht, befinden sich dort auch einige Snapper.
um die wir uns natürlich kümmern müssen, da uns die sonst etwas auf die Nerven gehen. Also erledigen wir sie. Schön. Die zwei hätten wir schon mal. Wir bekommen durch sie ja auch Zähne. Das heißt, es lohnt sich sogar, sie zu töten. Den Snapper natürlich auch, wenn er schon so dumm ist, direkt auf uns zuzugehen. Ja, wehe, du tötest uns, du Scheißvieh. Nein, und wir sind Stufe gestiegen. Nein, du tötest uns nicht, du Scheißding. Gut. Wir sind Stufe gestiegen, wie ich bereits gesagt habe. Und haben natürlich wieder Lernpunkte dazu bekommen. Und welche Stufe sind wir jetzt, damit ich nachschaue? Stufe 16. Cool. Dann kümmern wir uns noch hier um diese Snapper. Und um den da. So. Durchsuchen vergessen wir natürlich auch nicht. Und dann schaue ich nochmal, ob wir da richtig gegangen sind. Ja, sind wir. Das heißt, wir gehen jetzt hier hinauf. Und hier sehen wir auch schon jemanden stehen. Wir kennen ihn bereits. Das heißt, ich werde ihn jetzt ansprechen. Hey, ich dachte, du wärst tot. Da dachtest du falsch. Habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Da hast du recht. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Gut, dann gehen wir. Und zeig uns mal dieses riesige Viech. Denn so recht glauben wir denn natürlich nicht. Bis jetzt sehen wir ja nur Goblins. Und das sind keine tonnenschweren Viecher. Auch wenn es jetzt Goblin-Krieger sind. Halten trotzdem nicht viel aus. Oh, da hinten sehen wir schon das Problem. Es ist ein riesengroßer Troll. Und so leicht kommen wir gegen den natürlich nicht an. Aber wir sehen ja auch schon ein paar Sachen liegen, ja. Ich sollte mich lieber aufs Spielen konzentrieren. Das heißt, wir reden jetzt einfach noch einmal mit Diego. Und lassen uns noch einmal den Weg dorthin zeigen und töten noch einmal die Goblins. Und ich passe besser darauf auf, hey, dass uns die nicht kriegen. Ja, da dachtest du falsch, das hatten wir schon. Seit unserem Hatten wir schon. Ich verstehe. Bla bla bla. Nein. So, also folgen wir ihm nochmal. Ja, warum gehe ich auch mit nicht vollem Leben los? Das ist natürlich wieder schleißig. Müssen wir natürlich die Leben wieder auffüllen. Und natürlich zum Schwert wechseln. So, wie ich vorhin schon gesagt habe, hier sehen wir Spruchrollen liegen. Die werden wir uns natürlich nehmen. Weil vielleicht können uns die etwas weiterhelfen. Werden wir ja sehen. So. Das waren jetzt einmal die Goblins. Die Streitkolben sind eh sehr wenig wert, die will ich jetzt nicht alle aufheben. Ein Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll klein kriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. So, dann nehmen wir uns natürlich die Spruchrollen und den Trank. Eine Tagebuchseite liegt da und eine Spruchrolle, wie ich gesagt habe. Dann werden wir natürlich einmal schauen, welche Spruchrolle das ist. Diego kümmert sich dabei allein um den Troll. Ist ja nett von ihm. Hier, Monster schrumpfen, das kann uns natürlich sehr weiterhelfen gegen diesen Troll. Denn
wie der Name der Spruchrolle bereits sagt, können wir damit Monster schrumpfen. Dann haben wir noch eine Tagebuchseite gefunden. Hier, Tagebuchseite. Heute werde ich es schaffen. Ich weiß, die Götter stehen bei mir. Ich habe alles versucht, einen Troll zu töten. Härtester Stahl zeigte keine Wirkung und auch Pfeile prallen von ihm ab, als wäre seine Haut aus Stein. Nun werde ich mich dieser magischen Spruchrolle bedienen, die mir der Händler in Korinnes verkauft hat. Sie hat mich 50 Goldstücke gekostet, aber der Gewinn, den ich durch die Trophäen bekomme, wird mich reich machen. Heute werde ich einen Troll töten. Da der das ja scheinbar nicht geschafft hat, werden wir jetzt seine Arbeit erledigen und wir werden den Troll töten mit dieser Monster-Schrumpfen-Spruchrolle. Und hier haben wir auch schon den Troll. Ja, komm, schrumpf den... Ach so, wir haben ihn nicht ausgewählt. Jetzt haben wir ihn ausgewählt. Ich hoffe, jetzt funktioniert. Komm, schrumpf den scheiß Troll. Ja, brav. Seht ihr, wie er schrumpft? Ja, jetzt können wir ganz leicht platt machen, denn zack, er ist tot. So einfach kann es gehen. Und er hat sogar Trollfell bei sich. Jetzt erzählen wir natürlich Diego, dass wir es geschafft haben. Oder beziehungsweise er spricht uns an. Fantastisch. Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ja, werde ich machen. Auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Das ist nett von dir. Dann schauen wir mal zu diesem Durchgang. Allerdings werdet ihr gleich sehen, dass da meines Wissens ein Weg versperrt ist, sofern ich mich richtig erinnere. Ja, exakt. Das heißt, da geht's nicht durch. Wir pflücken jetzt auf jeden Fall einmal die Pilze. Und gehen natürlich wieder hier hinaus. Hier sind noch zwei Pilze, ein Höllenpilz und Sklavenbrot. Dann schauen wir natürlich noch, wo sich Diego jetzt hinbegeben hat. Der steht jetzt dort hinten, wie ihr gleich sehen werdet. Und dort befindet sich auch ein Rad. Ein Rad zum Drehen, ja, ein Rad kann sich drehen. Und eine Winde, um genau zu sein, aber die Winde klemmt. Scheint zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. Gut, wir lassen dich mal. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Dann probieren wir, ob es geht. Ja, es funktioniert wirklich. Dann schauen wir natürlich. Ja, natürlich. Jetzt sind die Goblins wieder da. Natürlich. Kümmern wir uns einfach um die. Sind ja keine starken Gegner, auch wenn sie uns vorher umgebracht haben. Egal. Sterb mal schnell. So, erledigt. Und wir folgen jetzt Diego. Hol dir den Fokus. Ich warte hier. So, also, wie ihr gesagt habt, wir gehen jetzt hier hinein und schauen, ob der Weg jetzt endlich frei ist, bei dem wir vorher gesehen haben, dass da eine Holzbarrikade im Weg ist. Und wir sehen, die Barrikade ist oben, aber Harpier befinden sich dort oben, die wir auch schon aus der Bergfestung kennen. Das heißt, wir werden jetzt runterlocken zu Diego, damit uns der hilft. So, ich hoffe, die folgen uns alle noch und nicht nur der eine Harpier. Gut, jetzt ist da unten auch schon eine. Da kommen auch schon die anderen. Denn mit Diegos Hilfe ist natürlich alles viel einfacher. Da müssen wir uns nicht völlig alleine um sie kümmern. Denn bei der Bergfestung hatten wir auch Lester zu Hilfe. So, dann schauen wir wieder rauf und schauen, ob sich jetzt weniger Harpien oben befinden. Was ich ja schwer hoffen mag, da wir ein paar davon getötet haben. Mit Diegos Hilfe, wie ihr gesehen habt. Also gehen wir wieder hier hinauf. Und es befinden sich gar keine Harpien mehr da, das ist schön. Und Fokus aus der Trollschlucht haben wir hier. Dann begeben wir uns einfach hier hinunter, auch wenn wir Leben verlieren, das ist mir ziemlich schnurz. Das ist mir weniger schnurz, nein. Nein.
Moment. Gut, ich werde es mal offscreen machen. Bis gleich. So, und ich bin auch wieder hier beim Fokusstein angekommen und werde mir jetzt natürlich wieder nehmen und nicht da hinunterspringen. Wir gehen jetzt den ganz normalen Weg hier hinunter. Die Pilze habe ich diesmal nicht gepflückt, denn das ist mir etwas zu nervig und so viel bringen tun die auch wieder nicht. Also, hier haben wir Diego und schauen wir mal, was uns jetzt noch zu guter Letzt zu sagen hat. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Danke sehr. Dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. So, also, gehen wir jetzt wieder zurück zu den Magiern. Wassermagiern, um genau zu sein. Rüsten wir mal wieder die Spruchrolle aus. Hier. Und teleportieren wir uns zu ihnen, wie wir es gewohnt sind. Und überbringen Saturas den letzten der Fokussteine und er wird sehr erfreut sein. Wir haben in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. So, also gehen wir zu Riordian und Kronos. Denn, wie Saturas gesagt hat, haben diese eine Belohnung für uns. Das heißt, wir werden uns abholen. Riordian, wer ist denn das nochmal? Ist das der hier? Genau, das ist der Alchemist. Also, schauen wir mal, welche Belohnung der denn für uns hat. Hoffentlich sind es Tränke. Saturas sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. So, schauen wir mal, was uns der gegeben hat. 20 Gegenstände haben wir ja gesehen. Einige Tränke. Wie zum Beispiel ja den Trank der Macht. Geschicklichkeitsbonus und Stärkebonus. Trinken wir natürlich und haben plus 4 Stärke und Geschick. Und natürlich auch Trank der Geschwindigkeit, Lebensenergietränke und Mana-Tränke. Dann gehen wir noch zu Kronos, denn, wie wir bereits gehört haben, hat er auch eine Belohnung für uns, weil wir so ein tapferer Krieger sind. Obwohl wir eigentlich gar nicht zu diesem Lager gehören, haben wir ja trotzdem dem Lager geholfen. Und ja, dafür wollen sie uns natürlich danken. Und wir werden natürlich diese Belohnungen annehmen. Da hinten steht Kronos auch schon. Also würde ich empfehlen, wir sprechen jetzt an. Saturas sagte, du hättest eine Belohnung für uns. Saturas sagte, du hättest eine Belohnung für mich. 1000 Erz. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände geben. Ich hoffe, du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Hoffe ich auch. Dann werden wir natürlich noch hier hinuntergehen, denn hier unten sehen wir den großen Erzhaufen, den ja die Wassermagier sprengen wollen, um die Barriere zu zerstören. Ob ihnen das gelingen wird, werden wir sehen. Jedenfalls gehen wir jetzt wieder zurück zu Saturas, denn wir haben uns ja jetzt unsere Belohnungen abgeholt. Und wir hatten ja noch eine Option im Gespräch mit ihm. Aber halt's für dich, weil muss ja nicht gleich jeder wissen. Komm, man darf ja auch nicht. Geschichte muss doch was dran sein. Lass uns lieber über was anderes reden. Mal abwarten. Also gehen wir hier an Nefarius vorbei, der sich scheinbar gerade selbst abfackelt. Und gehen wir wieder zu Saturas und kommunizieren mit ihm. Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen. Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt.
um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Dann tu doch! Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager. Werden wir tun. Versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Okay. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Stimmt auch wieder. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Nun gut, ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier, nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. Hoffe ich auch. Jedenfalls mögest du in einem Stück beende ich den Part von Let's Play Gothic 1 hier. Ihr seht, wir sind in Kapitel 4 mit dem Namen Xardas. Xardas kennen wir schon, ist ein ganz spezieller Magier, aber ihr werdet dazu dann später noch mehr erfahren. Also, mein Name ist Jonathan 1000, bis zum nächsten Mal. Ciao.